Hey Leute, willkommen zurück zum Pro-Orb mit Halo Combat Evolved mit Sonny. Sitzt er immer noch hier? Na gut, wenn er schon mal da ist. Angriff auf den Kontrollraum, aka die zweitlängste Mission im Spiel, obwohl das Ende der letzten Mission eine lange Mission ist. Ja, ja. Also wenn ihr das in einem durchgucken wollt, macht mal kurz eine Pause, holt euch noch einen Snack, um es zu trinken. Das geht eine Weile. Wir machen das vor allen Dingen auch wie gedacht und keine irgendwelche Abkürzungen oder so. Das ist... Was eine richtig gute Idee ist. Ja, ja, klar. Weil du nicht auf dem Bildschirm geguckt hast, mach mal da aus. Full, das ist wie Full, Full Auto oder sowas. Jede Menge Grandinatoren hier. Nicht? Oh nein, 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 ihr macht mir... Da kann man nämlich hinten stealthmäßig vorgehen im nächsten Raum eigentlich. Hat er uns jetzt gehört? Okay. Man könnte, wenn man... Oh, genau. Ja, geht schon. Man könnte, wenn man ihn vorbeilaufen lässt, weißt du, könnte man ihn dann ins Kreuz hauen. So, Flex. Erstmal. Der klassische Käfer. Ja, okay. Hier, oh ja, genau, auf. Alle Mann ducken. Geh weg! Geh weg! Wie über mir, du lebst noch! Alle Mann ducken! Ah, jetzt kann man auch so ein bisschen stealth-mäßig vorgehen. Sei bloß ruhig. Das Umweltsystem des Rings nicht richtig jetzt funktioniert? Auch den oder auch die Konstrukteure des miserablen. Oder auch nicht. Benji so, nope. Oh ja, genau, ich wollte bestimmt ins Geschütz einsteigen. Man kann nämlich dann den Eliten, der da unten ist, auch noch stealth-mäßig erwischen, ja, eigentlich. Aber der wird uns jetzt eventuell gehört haben. Oh, au, au. Da ist auch ein Jackal hinter dir. Also für alle Interessierten, man kann hier irgendwie runterspringen, ohne dass man stirbt. Landet man dann hinten irgendwo beim Stein und dann kann man alle Trigger in der Mission komplett umgehen, hat keine Gegner mehr, läuft bis, fährt bis zum Ende durch, freut sich seines Lebens. Dann hat man aber nicht den Spaß, hier noch jede Menge Grunts und einen Schwerteliten zum Beispiel zu töten. Granate. Ich habe ihn da noch ein bisschen reingehört. Unter uns in Grunts übrigens noch. Ich glaube, du bist. Oh, ja. Der ist übrigens ein Schwerttyp. Ja, das kam spät. Das hab ich dir gesagt, da kommt ein Schwerttyp. Irgendwann. Jedes Mal ist das Spawn der Grunts übrigens ein bisschen anders. Das Umweltsystem des Rings nicht richtig. Es müssen immer vier sein, genau, da ist einer. Die Konstrukteure das miserable Wetter beabsichtigt haben. So, gucken, ob er uns diesmal in Ruhe lässt. Hier ist Feuerteam Solo. Wir brauchen dringend Unterstützung, egal woher. Hört mich jemand? Ende! Ah, Mist! Ich dachte, ich krieg ihn, wenn er auf dich fixiert ist. Hier sind da jede Menge Chakale noch. Da. Schießt. Ah, ich bin runtergefallen. Ich folge dir. Okay, wenn man jetzt unten lang geht, kann man nämlich... Achso, den erstmal killen, okay. Dann kann man nämlich die Grunts killen, ohne dass man gesehen wird. Ja, man kann nämlich unten lang gehen und dann die Grunts killen, ohne... Also... Wenn ich die jetzt finde, habe ich gemerkt. Wie viele sind das dort? Vier unten. 3, 4. Und wie gesagt, dann kommt ein Schwertdude dann gleich. Aha. Ja, geh nicht so weit vor, da kommt einfach hergelaufen. Tschüss, geschützt. Okay.
Lächerlich. Ja, den muss man halt mit Granaten erwischen. Alles andere ist irgendwie. Wie willst du es noch? Oh ne, hast du jetzt, ne? Ich habe jetzt was getroffen! Okay. Ja, ich hatte ihn getroffen, okay? Nach ja, der vierte Granate war es dann. Aber noch erstmal zum Annähern. Finde ich okay. Wir sind Artillerie. Erstmal zwei Justierschüsse. Und dann geht's weiter. Hier ist auch Sneaky, Max Sneaky. Vielleicht die Lampe ausmachen für Sneaky sein. Oh, die haben mich eventuell gesehen. Und ich glaube auch nicht, dass das die Sneaky ist, was ich denke. Ja, feuerfrei. Und Sparrow! Okay. Ich weiß nicht, ob da noch einer kommt. Hallo? Ja. Naja, die sind ja wie gesagt eigentlich kein Problem. Hey! Kommen wir immer zu zweit. Und die sollen irgendwie so Würmer sein eigentlich, habe ich gelesen von der vom Lore her. Okay. Die irgendwie dann da reingebracht wurden in ihre Rüstung. Schon ganz schön eklig. Aber okay. Geht so, ne? Typische Aufzugsequenzen. Bitte hier. Also diese, ist auch im Spiel ein bisschen awkward, einfach nur rumzustehen und zu warten, dass es weitergeht. Ach ja, hier ist das, was übelst gut ist. Was auch richtig gut ist, hier, da steht noch einer links, den habe ich dir gelassen dann. Kann man nämlich auch die Jackals, die da gleich, vor allem den Eliten, der da kommt. Ich meine, hier ist ein 2 Meter hoher Typ in einer Metallrüstung, aber du hörst ihn schon nicht, ne? Ist noch? Also das wären mehr als ich sonst kriege. Ja, okay, jetzt haben sie. Gibt ja noch. Ah, halt ich. Noch ein Eliten eventuell hinten raus. Aber so 50% der Belegschaft. Ui. Okay, der muss noch mal einen abkriegen. Das ist dasselbe, ja. Schisser, weggerannt. Aber trotzdem gut. Mhm. Ich liebe solche Sequenzen, wenn man noch ein bisschen aufpassen muss und dann. Ja, das ist so eine Sequenz, die ist noch ein bisschen schwierig. Hier gibt es aber ein Snipergewehr und Raketenwerfer. Und ein was fucking. Welchen willst du dann haben? Sneepero. Vor allem musst du aufpassen, der Wraith ist besser als der. Was man denkt. Hier gibt es Sniper. Vor allem muss man bei dem Sniper aufpassen, dass hier gibt es 2 Magazine. Die nicht irgendwie falsch oder. Och, das. Warum bewegst du dich so viel? Ich hätte gerne was bewegt. Hallo? Läuft? Ja, hier ist noch ein Ghost. Ja, ich hab den. Wenn die Geschütztypen, wenn du links, unten rechts vom Geschütz oder so zielst, kannst du die kriegen. Da habe ich jetzt ein ganzes Magazin rein. Ja, dann hätte er eigentlich trotzdem auch so sterben sollen. Normalerweise. Also, man kann mit dem Raketenwerfer zum Beispiel sich um den Ghost kümmern. Jetzt hab ich ihn. Yes! Da ist noch ein Jackal ohne Schild. Okay, es wäre ein guter Raketenwerfer. Wo denn? Bei den Marines da hinten am Warthog. Immer ein Sniper-Magazin nehme ich noch mit und dann. Ja, du kannst gut schießen. Au! Alter! Ich habe es gerade so überlebt, ne? Ich
Alter. Ich hab's ein bisschen geahnt, aber... Ach, das war schon lustig, tut mir leid. Lächerlich war das. Ich hatte so schön den Ghost weggeholt mit dem Sniper. Ich muss ihn nochmal machen. Okay. Mein Freund hat ihn. Ja. Okay, da muss ich ihn schießen, alles klar. Ja, viel Spaß. Unser Freund fährt einen Ghost, Vorsicht. Der wird doch jetzt sich wahrscheinlich gut um den Panzer kümmern, oder? Ich weiß nicht, ob er das kennt, was er denkt, ist. Nicht mehr lange. Direkt unterm Jeep liegt noch ein Magazin für Sniper. Ja, es liegen ja genau zwei Stück. Das Problem ist, dass der Raid hier noch steht. Ich komme. Okay, er steigt sogar noch mal ein. Okay. Vergiss nicht, der kann juken. Ja, ich hab auch noch. Gut, sehr gut. Ich geh dann auf jeden Fall nochmal zurück und hol mir noch die Magazine Sniper. Und bring dann den Warthog mit oder so. So, na genau, da kann ich die beiden Magazine noch aufnehmen, hab ich schon voll Sniper und hab ein Gefährt mit. Wusstest du, dass wenn man schnell Waffe wechselt, dass es so aussieht, als würde man schweben? Nein. Kann ich dann gleich mal zeigen, das ist total lustig. Ha ha ha. Ha. Spiel hier nicht, den Teufel machen. Also. Sonja ist gerade im realen Leben so ein bisschen leicht nach rechts bewegt, als er beschossen wurde. Das sah richtig gut aus. Na, vor allem, weil. Hallo. Vor allem, weil ich auch erst wieder nicht hingeguckt habe und zurückgucke und auf einmal steht da ein Gegner. Das war so dieses, fuck, wo kommst du her? Ja, in jedem guten Horrorfilm, so ein Jumpscare. Bin zu jung zum Sterben. Jumpscare auf 30 Meter lang. Tritt drauf! Okay. Das kann ich mir, was jetzt alles gab. Hier geht's irgendwie runter jetzt. So hier. Ach, ja, richtig, richtig. Da sind jede Menge Eliten. Und da ist ein Panzer, den nehmen wir gleich, würde ich sagen. Oh, die Eisphysik ist super. Jetzt weiß ich, warum ich hier kein Fahrzeug nehme normalerweise. Weil ich kann. Guck mal, ich lenke. Ich glaube, du gibst ja einfach. Nehmen wir jetzt den Panzer? Ich habe früher immer ohne Panzer gemacht. Ja, ich denke. Wohin? Ist gut. Alles wie geplant. Gut. Der Panzer in Halo 1 ist auch noch nicht so gut. Wenn man mal ehrlich ist. Ach doch, geht. So, hier Marinade. Steig ein. Mach es platt! Man kann doch nicht nach links fahren, während man. Weißt du, man muss immer hinfahren, wo man hinschießt. Man kann nicht nach links lenken jetzt zum Beispiel. Oder man müsste auch treffen. Jetzt leider bei dir geguckt, ob du Hilfe brauchst, aber... Weil ich kann jetzt nicht nach links fahren, der lenkt automatisch. Das ist was sie später verändert haben. Oh. Probleme, Ding. Kontakt, Kontakt! Mörderpanzer der Allianz nähern sich! Am Tunnel entlang stehen Panzer der Allianz zu verteidigen. Aber ich muss viel höher ziehen, als ich gewohnt bin. Hey, hey! Wieder ihn nicht. Okay. Und da gibt es nämlich oben da hinten noch einen Panzer. Ja. Den erwischt man aber eigentlich nie. Ich habe schon wirklich öfter probiert. Kann ich noch eine Elite oder was? Habe ich den erwischt? Ich glaube schon. Irgendwas ist hier vorne. Okay, der ist weg und den da hinten, weißt du? Oh, und? Nee, was? Moment, nee, ein Ghost.
Die Banshee! Wo ist er? Was Banshee! Er? Da. Vergessen. Das existiert. Ja. Gib mir einen Zielwinkel, du. Nein. Oh! Ja, wir müssen jetzt hier links ist noch was. Jeder. Ja. Willst du mal fahren? Nee. Wieso lebt er noch? Oh, der Marine. Der. Marine gegen Hunter Keule. War jetzt nicht so gut. Gut gemacht. Achso, du hast einen Ghost. Ja. Gibt es hier noch einen Ghost? Hier gibt es Unsichtbarkeit und da kann man mit Unsichtbarkeit vorfahren und richtig geile Scheiße machen. Willst du das machen? Oder du nimmst den Panzer? Tu den Panzer an. Viel Spaß damit. Ja, das zeige ich dir. Das ist der Hammer. Ich muss den Gold so ein bisschen. Links, rechts, geradeaus. Wenn man ein bisschen schnell ist, weißt du, kann man hier. Runterfahren. Das hier schnell aktivieren. Ich glaube, in späteren Teilen ist das so, dass sie dich nicht sehen im Ghost, wenn du unsichtbar bist. Weil dann, das fährt keiner. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber auf jeden Fall reicht das, um diese ganze Geschichte hier, die ganzen Eliten, die hier sind. Spaß. Eins, zwei und kann man die hier noch alle mitnehmen, weißt du? Das ist ziemlich knorke. Dann gibt es noch mal richtig viel Munition. Und jetzt wird man wieder sichtbar. Aber da kann man halt noch richtig geile Scheiße machen. Hier gibt es noch jede Menge Muni, sodass man jetzt hier eigentlich, was mir auch richtig Spaß macht, hier einfach stehen kann und dann sowas wie, wenn man jetzt die Hitbox dem entsprechen würde, was es ist, ne? Könnte man die Hunter alles so von hier in aller Ruhe wegsnipen. Was machst du eigentlich? Hast du bei mir geguckt wieder? Ein wenig. Check. Ich finde, ich habe den guten Bock. So. Platz ökonomisch. Wo ist... Alter! Ich mach deinen Rücken, Mann. Guck mal woanders hin. Ich glaube nicht mal, dass das die Hitbox von dem ist, sondern die Hitbox von der Brücke. Was? Wo kommst du denn her? Hier gibt es jede Menge. Wisst ihr das? Den Jackal kriege ich nicht irgendwie. Der ist unverwundbar. Okay. Oh, hallo Elite. Drehen sie sich manchmal um und gucken zu dem Eliten, was da passiert ist. Okay, einen Hunter habe ich. Mein. Ich finde es ganz geil, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Halt wirklich, du nimmst den Panzer, machst hier Brachial Joe oder du machst halt wirklich, kannst doch zu Fuß gehen. Hier gibt es auch nochmal Raketenwerfer, Muni und alles. Wo der hinschießt und wo ich hinziehe. Hier gibt's also. Aber du hast da Raketenwerfer nicht verwendet, groß, oder? Nee. Okay, es gibt da hinten noch vier Magazine oder sowas. Ich glaube, ich habe die Stelle, wenn ich die alleine gemacht habe, wirklich auch mit Sniper und Raketenwerfer gemacht. Mhm. Weil. Wenn es schon mal da ist. Also habe ich immer gerne gesniped, deswegen habe ich die dann irgendwo ab einem gewissen Punkt dann nicht mehr den Panzer genommen. Ja, kann ich verstehen. Immer so, eigentlich immer Supportspieler. Healer, Sniper. Beschwörer. Immer möglichst viel. Kannst du dich hier auch schon draufsetzen? Genau. Hier möchte ich ganz bestimmt nicht sein. Was weiß ich denn, was mich da alles erwischt. Der hätte auch sneaky sein können übrigens, aber muss auch nicht. Aber da ja. Ich wollte nachladen. Willst du Kurs fahren? Landungsschiff. Ja, möchte ich. Damit ich schnell an dem Landungsschiff bin und die
Eliten töten kann, wie sie rauskommen. Ich glaube zumindest, das ist so. Dass sie hier ein langes Stück haben. Nicht nur eins, glaube ich. Ja, aber erstmal eins direkt hier in your face und so. Ich hab's probiert. Und die haben Kuss. Ja. Ah, die sind noch nicht bemannt. Das waren in meinen besten Zeiten besser. Ja. Der Panzer schießt einfach. Warst du tot? Ja, ja. Okay. Ich habe gerade gemeint, in meinen besten Zeiten. Also es tut überlebt. Mir aber auch leid, ne? Die Streuung von dem Panzer geht auf keine Kuhhaut. Das ist ja übel. Gut, dann mach es mal, Lisa, halb ein bisschen weiter weg, gehe ich halt. Lieder im Ghost, glaube ich. Ja, nee. Um Gottes. Also. Ja, aber das war wieder so eine Boxgeschichte halt. Ja, das ist halt. Schwierig, Achtung. Siehst du, genau das meine ich halt. Ne? Gut. und jetzt gibt es auch das. Man kann, ich glaube, hier drinnen kann man reingehen, muss man nicht, aber wenn man reingeht, spawnt der Gegner. Und es gibt Unsichtbarkeit oder sowas dafür dann drin. Beziehungsweise, ich glaube, die kommen ja rausgelaufen, war das nicht so? Ja. Hinten kommen auch welche. Ja, und ich treffe nicht. Ja, aber Hauptsache, den geschützt auch. Richtig, da oben, der wird bemannt, wenn man hinläuft erst. Oh, kacke. Okay. Weil da sind, glaube ich, keine. Erst wenn man weiter hingeht, spawnt da ein Grunt direkt neben dem Geschützturm oder sowas. Ja, ja. Bisschen viel Zeit verbracht hier. Bist du hier? Man kann links oder rechts gehen, ich gehe gerne rechts. Okay. Hier ist noch keiner. Wenn du jetzt vorgehst, kommt dann einer aus dem Nichts und steigt dann da auf. Ich glaube, ja, da ist er. Und steigt auf. Schützturm habe ich getroffen, glaube ich. Ja, ich habe gerade schon. Ja, Checker ist eigentlich das Wichtigste hier. Ja. Mein rechtes Ohr ist taub! Genau, hier gibt es glaube ich einen unsichtbaren Eliten drin. Von heute, sehr schön. Irgendwas? Da ist er. Ah, hier noch zwei. Den treffen wir nicht. Ich glaube, einen Kontrollpunkt. Man kann, wenn man hier reingeht, nämlich das Ganze gut lösen eigentlich. Also, ich mache in der Zwischenzeit 1000 Panzer da. Eine Elite? Na komm. Tanz nicht Tango, komm auf mich zu. Tanz Tango. Hier gibt es nämlich da oben noch eine Elite. Zwei? Okay, nehmen wir zwei. Und links sind noch Grunt. Das ist sicher. Hast du geschossen? Nein. Der Panzer ist auf mich draufgefallen. Weil er sich entschieden hat, vorher auszusteigen. Achso, ich habe noch zwei Schüsse. Zack, ist doch. Double Kill. No Scope, Double Kill. Okay. So. Oh, hier kommt ein Ghost, ja? Das ist dein Problem, Alter, wirklich. Meine Fresse, ey. Wirklich jetzt? Was stimmt mit dem nicht? Und da gibt es Unsichtbarkeit. Da hätte man auch jetzt quasi hier Unsichtbarkeit nehmen können und dann hier so ein bisschen Sachen machen können, aber ist eigentlich total nutzlos. An der Stelle jetzt. Stirb doch einfach, ey. Mann, was beschießt mich hier? Hast du den? Den hast du, gut. Dann hol ich mal... Oder so. Gab's das hier auch noch?
Ich höre mir erstmal noch Munition und wenn es geht, ein Health Pack. Ah. Hunter. Puh. Zwei Stück, ne? Das sind immer zwei. Ja. Um die Ecke links. In der Theorie. Ja, das sind häufig. Muss ich auch ein Health Pack. Also jetzt mit der Unsichtbarkeit hätte ich da hin rein können. Genau das habe ich immer früher gemacht. Ich bin dann hingerannt, habe die Eliten hinten geholt und dann den Huntern von hinten in den Rücken geschossen. Sieh gut aus. Oh, oben. Hier, also diesmal doch. Ist er wirklich. Jetzt nicht abkratzen. Ja. Der Dings hat mich halt vorher getroffen. Also habe ich doch vorher richtig gehört. Naja. Gegen die Hunter ist man echt zu Fuß besser. Ha! Mann, lass mich die mal. Ich habe auch noch Unsichtbarkeit. Okay. Das sind ein Hunter, zwei Lieben. Mhm. Also. Ich bin unsichtbar. Hoffentlich noch lang genug. Nicht da. Oh. Grunt hinten erwischt. Kannst du sehen? Gut, jetzt sind jede Menge Grunts und ich muss aber trotzdem erstmal Health Pack holen. So. Jetzt, wo ist jetzt kommt also Kontrollpunkt gerade und hinten kommt jetzt gerade ein Benji. Der scheint aber auch erst hinten gestartet zu sein, keine Ahnung. Ja, der kommt immer dann von hinten, genau. Der kommt nicht vorher, sondern der sollte ich immer ins Kreuz schießen. Ich kann immer ein Fahrzeug gebrauchen. Aber ich laufe gerne. Ist gesund? Klar. Da ist er. Danke für nichts, Spiel. Ist in Ordnung. Nicht immer sterben, ist eigentlich gut. Wäre geil, wenn ich einen Grunt von der Seite noch so gehabt hätte. So. Ich hab den Benji überlebt. Klatsch. Meine ich, der ist noch nicht so richtig gut hier. Die Refire Rate und die Zielgenauigkeit und alles. Ich war schon am Bremsen, wo ich gesehen habe, wo du hinläufst. Ach, ich brauche die Munition. Ich muss zurück. Ja, immer noch. Der Benji kommt dann irgendwann. Irgendwann. Jetzt leite ich ein bisschen übers Eis. Manche vorzielen auch. Der ist ganz schön Tube Master, kann das sein? Goes down. He's going down! Ich bin auch schlecht gelaufen, ich geb's zu. Alles gut. War mir halt nicht sicher, soll ich ein bisschen vor. Oh ja, oh ja. Ja, schön vorne hinten. In was? Suchst dir aus, welchen Schneepixel er vorher betroffen hat. Ich gehe halt links von dir vorbei. Ja, ja. Ich brauche eine Gide, kann das sein? Ja. Ein Stein. Einer. Komm vor. Das war die richtige Durchstange. Ich dachte, die Allianz hätte alle Marines in dieser Gegend eliminiert. Das hab ich nicht. Pff. Okay, okay. Es ist einfach so schlecht, ey. Es tut mir wirklich leid. Ich dachte, die Allianz hätte alle Marines in dieser Gegend eliminiert. Nochmal als Magazin leer. Das sind Marines. Uiuiui. Gab's hier auch Munition unten? Nicht, dass ich es bräuchte. Naja, man kann die Marines alle mitnehmen. Landungsschiff über uns. Ich bleib mal hier. Hunter? Hunter und Landungsschiff, aber ist mir jetzt zu blöd. Ich hasse diesen scheiß Hunter. Da geht ja gar nichts. Ich dachte, die Allianz hätte alle Marines in dieser Gegend eliminiert.
Dann werfe ich lieber Steine. Ja, man kann, wenn man hier runterspringt, kann man die Hand oder sowas von hinten erwischen. Ui. Ja, nee, ist zu hoch. Ne? Warum kriegst du das? Was ist eigentlich? Mach doch mal. Baum. Mein Freund, der Baum. Die haben mich gesehen. Und jetzt das lange Schiff? Kannst du eigentlich? Friss halt die Granate. Guck sie dir an, ja. Reicht nicht aus. Wenn man so guten, einen Stealth, die Würsten Stein und die Gegner gucken da hin oder so. Gut, ich geh runter. Erst wenn man runter geht, kommt dann glaube ich das Landungsschiff gleich. Yes. Ja, das ist auch gut. Du schießt da einen. Ja. Augen auf, feindliches Landungsschiff im Anflug, los geht's! Okay, okay, das Landungsschiff noch erledigen und dann kann man wieder mit Stealth Dude wieder loslegen. Ja, genau. Okay. Ich glaube aber nur Grunts? Fragezeichen. Und es kann gut, wir haben hier ein lebendes Sniper-Magazin rumlaufen, auch noch später. Ich habe keine Eliten gesehen, du? Ja, einen. Okay, gut. Tot. Ne, der wird meine Munition später. Gut, dass er sie mitnimmt. Kann man nämlich hier runterspringen an Stein, das Problem. Gut. Ich weiß nicht. Okay. Wenn man ich weiß nicht, brauchen wir später. Kommt jetzt nochmal so ein großes Areal mit dem Tankerbaum? Hier kannst du, musst du eh aussteigen unten. Oh, okay. Das sind noch eine jede Menge Kleinvieh, aber der laufe ich dran vorbei. Ja. Da kann ich nämlich hier oben noch so eins, zwei Eliten, glaube ich, erwischen. Sieht aus, als hätte sich die Allianz auf diesen Bergen verschanzt. Wir sind komplett umringt. Go, go, go. Wie eine Rakete läuft auf sie zu. Marines, Stellung halten. Und eins. Und zwei. Und drei. Und Granate in die Mitte. Einzige Problem an dem Vorgehen ist, dass wenn man jetzt zurückgeht, ziemlich am Arsch ist. Hast du die kleinen? Ja. Ja, ist noch ein Geschütz über uns. Hatte der Raketenwerfer eine Zielfunktion? Ja, einfach. Aber nach, dass er nachverfolgt? Nein. Was? You got this! Oh. Das ist so lächerlich. Das kannst du nicht mit Worten beschreiben. Ey, das war richtig gut. Geil, die haben sich die Granate alle nochmal in Ruhe angeguckt. Okay, und hier oben ist ein Geschütz. Hab ich. Jetzt geht's. Hä? Wuff! Yeet! Okay. Also sowas hat dann Dani gemeistert dann mit der Zeit. Die Banshees aus der Luft zu holen oder auch jetzt, was hier viel rumfliegt, sind halt hier, Ghosts. Gib mir Feuerschutz. Ich bin ja. Entschuldigung. Zwei Ghosts, glaube ich. Richtig so. Man kann jetzt, glaube ich, noch nach unten gehen, dann spawnen auch noch mal extra Gegner. Eigentlich muss man nur nach rechts. Irgendwas, da ist er. Tschüss. Aber lebt noch, lebt noch. Unser Freund hat ja versucht zu snipern, ne? Also der Elite auf dem Ghost war auf jeden Fall tot. Man müsste da runter, aber ich glaube, man kann hier noch runter gehen, dann spawnen nochmal zwei, drei Gegner. Glaube ich. Wir wollen ja alles mitmachen. Habe ich recht? Hallo? Lebt noch, oder? Gab es was zur Belohnung? Ich glaube nicht. Ich glaube, es waren einfach nur zusätzliche Gegner, ja. Cortana
Feuerteam Zulu. Ich habe einen Notruf mit ihrer aktuellen Position durchgegeben. Position halten. Gut, dann hol ich nochmal. Eventuell sogar ein Healthpack, wenn du, bevor du durch den Tunnel gehst, links. Hey Marines. Ja, du. Bleibst du jetzt hier? Das glaube ich aber nicht. Wie detailliert das in diesem Neuauflage ist. Hier steht wirklich UNSC und das Symbol. Rucksack hat er schön, Proviant. Aber ich glaube, so UNSC konntest du auch in dem alten schon sehen. Echt, ja? Ach, die laufen dir hinterher, glaube ich. Ich wundere mich, wo die hinwollen. Schön dumm. Das ist Playout 2 High. Oder so. Also ich muss auf jeden Fall nochmal durch den Tunnel durch, weil die erste Rate hier habe ich mir schon geholt gehabt. Mhm. Ja, ich hätte noch für 2 Sniper-Magazine, aber da überlege ich, ob ich den Marine gleich mit... Oder ich lade dich jetzt einfach nach. Ja, ja. Was soll ja, ich ja, da? Ja, ja. Scheiß auf die 2 Magazine, Sniper. Magie! Machst du rechts? Okay. Ich kann auch immer mal hier oben gucken, da liegen auch manchmal welche. Mein Vorgeschmack. Och, genau! Scheiße, ist nicht toll. Der kann mich eigentlich nicht sehen. Weißt du, eigentlich kann er mich da nicht sehen. Ja, müssen wir nochmal neu laden. Gibt's nicht. Wegen Eisen. Wollen wir retten, dass das geht. Aber interessant, dass das ausgeblendet ist. Der eine steht hier. Okay, deswegen der eine ist da hinten. Ne? Geh halt weiter, Dude. Er ist blockiert von diesem Grunt, der jetzt vor ihm gespawnt ist. Siehst du das? Ja, eigentlich macht er hier seine Runde, aber die Grunts spawnen zufällig. Hast du mir jetzt einen erwischt? Ein Geschrei gehört. Wenn man es klug macht, kann man auch erstmal hier links weitergehen und da alle töten, ne? Aber ich war jetzt nicht besonders klug, ich gebe zu. Ja, hinter mir. Meine. Oh, Granate. Ich gehe zurück und weil er diesen Hügel hochrennt, hat er diesen kurzen Airtime-Moment. Ein Hopser da so wegen. Ich will, aber ich kann nicht. Oh Mann, ey. Dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Glück beim Spawn von dem Grunt oder so. Ja, der Linie steht da, genau. Geh weiter. Okay, habe ich. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Die Rest sind dann hier. Die einzigen, die noch wach sind, sind die Schakale. Alle anderen sind hier. Jetzt Dead Meat. Hey. Also man kann hier wirklich das ganze. Machen ohne dass überhaupt einer aufwacht. Das finde ich halt immer cool. Ja, Nahkampfkills wahrscheinlich einfach. Gut. Das war ja einfach. Wirklich nur 2 Eliten, die wach sind. Und, weil wir es lange nicht hatten. Aber stimmt schon, wir hatten es lange nicht. Das stimmt. Und müssen wir nochmal mit einem fahren? Ich glaube ja. Einmal noch runter wieder. Beziehungsweise nicht, wenn man dann Benji kapert nicht. Aber wir wollen ja alles machen. Mhm. Ah. Wir wurden erwartet. Tschüss. Ich glaube, es sind Eliten und alles da oben. Ich konnte versuchen, die ein bisschen auszuräuchern. Ja.
Ja, was sind denn das alles für irgendwelche Dinger hier? Das ist das Einzige, was ein bisschen nervt. Es gibt irgendwie tägliche, wöchentliche, so, monatliche ja. Herausforderungen und dies und das. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich habe gar keine Lust drauf. Da ist ein Grunt, glaube ich, dran. Vor allen Dingen ist da ein Elite, ein Gold. Rechtsrum ist gut, ich schieße hier so durch die Mitte. Granate kommt. Oh, das war richtig gut. Not. Ich lebe. Keine Ahnung wieso. Irgendwie ist der Elite mir weggerannt. Hallo? Suche einen roten Eliten. Hab ihn jetzt gefunden. Ich bin von ihm weggerannt und er ist von mir weggerannt. Klassiker. Klassiker. Jemand denn hier? Man ist halt der Dämon für die Allianz, ne? Die haben Angst vor dem Dämon und wir haben Angst vor der Allianz oder so. Irgendwas lebt hier noch. Nicht? Da eigentlich auch, ja. Da! Okay. Healthpack war nice. Ach, ist das nicht jetzt schon die Brücke mit den... Ich glaube ja. Mit dem Dings da, Bums? Ups. Wo man die... Ich jetzt am besten Fall... Ach nein. Wie konnte ich die vergessen? Mit den scheiß Hunter auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon war. Die wachen gleich alle auf drüben. Rückweg waren es die Hand auf der anderen Seite. Elite. Und trotzdem noch von der anderen Seite. Mensch. Wo denn? Seite gucke ich. Ich kann sie hinter auf unsere Brücke. Noch eine Elite. Keine Elite. Und jetzt wäre so ein extra Magazin-Sniper doch ganz gut gewesen. Spätestens gegen dann die Hunter. Tanz Tango mit mir. Bin ich da? Mit zwei. Einer hat einen Granat. Einer müsste noch leben. Aha. Rechts! Ha. So, die einzige Stelle in der Mission, wo man dann mit Munition Probleme kriegt auf Dauer. Oh. Er kriegt mich nicht! Er kriegt mich nicht! Oh. Ich habe nur noch ein Magazin Pistole und ein Magazin Sniper. Ich hab noch. Got him! Achtung, nicht zurück, nicht. Dreh dich gleich um, glaube ich, wieder. Jetzt kannst du. Ja. Hast du mich auf jeden Fall gesehen? Guck, das ist lecker. Vier Liter, das müsste noch einer sein. Das sind alle, die hier sind. Mhm. Schön. Nein, 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 nein. Alter, stirb halt einfach. Meine Güte, hat er dich noch gehauen? Nee, ich hab dich erwischt, ne? Kann sein. Also ich hab jetzt hier. Geil. Voll Muni. Noch hier. 6 Schuss. Okay, alles klar. Hier gibt's auch noch jede Menge Muni. Also man kann in der Mission eigentlich wirklich mit Raketenwerfer. Ist das nicht das hier, wo ich denke, was es ist? Hier gibt es aber auch Unsichtbarkeit auf halbem Weg, die würde ich gerne aber aufheben. Warum bin ich eigentlich nach vorne gegangen? Keine Ahnung. So, ich stehe da. Okay. Kommt da nicht noch Eliten hinten raus vielleicht? Ich glaube auch dann erst im zweiten Gang. Okay, weil jetzt gab es hier noch Unsichtbarkeit, glaube ich, irgendwo. Oder auch halt ein. Gang zurück, meinst du? Mhm. Oh ja, oh ja, ja. You got this. Nice. Da ist noch einer, wenn du weitergehst.
Immer wichtig, dass man leise redet bei sowas, sonst wird man gehört. Okay, Jackals. Kann ich? Warte, einen habe ich noch. Ja. Okay, dich habe ich übersehen. In der Mitte sind da noch welche. In dem, ach, wollen wir da hochgehen? Ja, wir wollen alles machen. Okay. Hey, Eliten, alles. Das ist alles, was Spaß macht, da. Er ist runtergefallen. Ja, schickt doch eure scheiß Grunts nach vorne, wie ihr es gerne so macht. Mal kurz nachladen, dann krieg ich einen bestimmten Eliten, wenn du die ablenkst. Ich will kein Grunt. Oh, ich hasse das wirklich. Dann muss man es nicht machen an die Stelle. Au! Au, au, au! Das war eine Granate von dir, glaube ich. Das kann sein, das tut mir leid. Du hast bestraft. Das ist so zufällig teilweise. Ich glaube, das Beste ist, man lässt ihn noch ein Stück laufen. Der hat so irgendwie, keine Ahnung, Augen im Rücken oder sowas. Periphere Sicht, 9000. Ja. 9000? It's over 9000. Gucken, ob ich diesmal alle Grunts mit erwische. Wie gesagt, wenn du sagst, los, dann los. Genau wegen diesem. Wir können. Diesmal steht aber nur einer da. Achtung, geht schon los. Okay. Oh, diesmal stehen sie echt nicht gut. Okay, und jetzt die Mitte. Ja, aber ich mache das wie du gerade eben. Oh, mit Bande, Alter. Vielleicht war die gut. Ja! Ja! Ich habe noch eine Rakete oben reingeschossen. Da lebt immer noch was. Ja, ja. Eine Elite wahrscheinlich. Ach, ne. Oh, huiuiui. Schieß mal kurz nicht. Ja, ja. Nur um sicher zu gehen. Ja, diesmal ist es deutlich besser. Explosivwaffen sind okay, habe ich gehört. Für enge Stellen. Wer hätte das gedacht? Ah ja, jetzt müssen wir zurück. Richtig schön. Hand auf der anderen Seite. Wenn man gut ist, kriegt man die mit Raketenwerfer. Und wenn man noch viel besser ist, kriegt man die mit Snipergewehr. Au. Yes, vor allem kommen gleich noch Banshees. War das hier auch? Das ist durchaus möglich. Da gibt es nichts, was ich nicht gut. Ein Grunt treffe ich nicht, okay. Wenn man hier steht, dann schießen die ganze Zeit nur ans Glas oder so, das ist ganz gut. Einen habe ich. Ein Hunter? Ja. Wow. Sie sind die Waffe, alles klar. Legen mit einem Pistolenschuss, also jetzt erst. Ja, na, hallo, du hast vorher immer alles gemacht. Du bist vorgerannt und hast die Hände gemacht. Er war abgelenkt. Das hat geklappt, wie wenn man einen Stein wirft. Hat er sich umgedreht, der Hunter. Eigentlich wollte ich den Hunter treffen, aber. Easy, every time. Das Spawner ist bestimmt wieder was hinten. Er hat gefressen. Ah ja, einer tot. Ich bin nicht der Letzte, sondern immer. Ja, einer ist hier noch. Da halb links. Ja. Wo ist er? Ist überlebt, oder? Der fliegt. Okay. Ich habe keinen Schreien gehört, das ist immer so ein schlechtes Zeichen eigentlich. So. Gut. Einmal durchatmen. Vier Schuss. Raketenverkabel. Ah, ich habe halb voll Pistole, fast voll Sniper. Wieder sowas mit. Ah, ne, Chakale, die sind. Vorsicht, Granate links. Granate rechts? Oh, da haben wir uns ja wieder gut abgestimmt. Haben wir überlebt hier. Mensch!
Alter, der könnte Boxer werden. Gute Nebenqualität. Ja, immer links ausgewichen, weißt du? Alter, ein Magazin für einen Jackal. Der eine mit dem gelben Schild gleich in die Ecke ranschauen. Okay, ja. Du warst irgendwie müde? Ja. Oh, erstmal hinlegen. Und jetzt, mein Freund. Oh, bist du da? Ah, okay, bist du da. Nimm halt hier. Da hat sich ein Kumpel schön in Rücken geschossen. Wenn du solche Freunde hast. Mhm. Crunch nochmal, oder? Surprise. Sagt er, und kam nicht durch. Ist wieder, wenn der Weihnachtsmann im Ding hängen bleibt. Ich glaube, hier sind nochmal Schakale unten, kann das sein? Ach ne, jetzt ist das was. Genau. Das ist geil, weil jetzt kann man die alle mit Sniper killen. Und dann gibt es noch ein Unsichtbarkeitsding weiter hinten. Noch einer. Nice. Und da gibt es nämlich noch ein Unsichtbarkeitsding und da kannst du jetzt vorrennen. Gönn dir. Ich glaube, das war hier irgendwo. Ist da? Da. Aber nämlich die zwei Hunter, die da kommen und die Eliten und so weiter dann ziemlich gut erledigen. Weil die Hunter wirklich teilweise einfacher sind, wenn sie auf dich fixiert sind, als wenn sie einfach so rumlaufen. Die hören nämlich auch zum Beispiel das Glas nicht. Sorry, mein Fehler. Bleib noch hinten bitte. Hier sind noch Gegner, dachte ich. Nee. Nee? Sind nur die zwei Hunter. Musik ist weg. Will ich noch Sniper? Ja, nehme ich. Brauche ich sogar. Okay, puh, das habe ich. Jetzt kommen noch welche. Wusste ich's doch. Das ist aber auch die Unsichtbarkeit schon weg. Irgendwas lebt da noch. Konnte nicht Waffe wechseln. Gut, immer noch. Jede Menge verdammte Crunch. So, und jetzt kommt die Stelle, wo ich diese Fliegerleute wegsniben muss. Ohne, dass ich Zielsinn habe. Da hinten kommt gleich noch einer. Und ich wieder einsteigen. Du. Okay, vergiss es. Habe ich nicht erwischt. Aber steig gleich ein. Ich glaube, ich bin den Schuss geworden. Nee, keine Ahnung. Okay. Zumindest ist hier ganz geil, weil man hat kein Ziel. Analyse. Das muss der Kontrollraum sein. Das war so gut gerade eben. Okay, wir gucken uns nicht an, was hier passiert. Oh ja, da. Mir geht's überhaupt nicht gut. Der Doktor, mir geht's nicht gut. Au! Mach doch das Tor auf, wenn wir beide noch kein Schild regeneriert haben. So wegen. Hallo? Aber jetzt gleich am Orten nicht, habe ich gehört. 14 Schuss ist so langsam. Oh, ich habe den Grunt, also den habe ich dreimal erwischt. Der Grunt ist tot. Der Eingang befindet sich an der Spitze dieser Pyramide. Hier. Ich will nicht sagen, die sind eingestiegen, aber die sind eigentlich schon beide. Jesus. Oh, ach Mann, das, wenn man das gut macht, ist das so eine schöne Stelle. Weil jetzt sind blaue Lidl geworden. Das muss der Kunde. Der Eingang befindet sich an der Spitze dieser Pyramide. Wenn sie nicht darauf schaffen, dürften wir reinkommen. Also einer müsste. Genau, einer ist bemannt und einer könnten wir nutzen. Aber würde ich das nicht. Wow! Und mich hätte fast das Fahrrad erwischt. Entschuldigung. Ja, nee, geil. Also man könnte jetzt hier den Benji schnappen und direkt runterfliegen, aber das ist für Noobs. Wo ist der Benji? Wow!
den erwischst du, glaube ich, nicht, weil der kann gut ausweichen. Wow! Okay. Ui. Hier ist noch eine Elite in Roter. Direkt hier irgendwo bei den Steinen. Ich habe ein bisschen Angst. Oh Gott, irgendwas schießt. Irgendwas fliegt und schießt. Ne? Oder war das der Dude? Keine Ahnung. Irgendwas hat geschossen. Oh, hi. Oh, da ist ja die Kacke am Dampfen, Alter. Uiuiui, Granate. Irgendwo vom Gegner. Der hätte mich vor allen Dingen fast runtergeschubst, das Schwein. Das wäre viel schlimmer gewesen. Eieiei. Tja, keine Ahnung. Irgendwo steht noch was, das eine. Unten, da unter uns. Okay. Es gibt nämlich die letzte Aufzugssequenz, die man immer. Down, down. Skippt. Mit am letzten dieser Gebietskips. Hier kenne ich die Gegner absolut nicht, weil ich normalerweise immer runtergedingt bin. Aber man kann zum Beispiel auch hier so eine Granate durchwerfen. Auch wenn das mal sag ich. Hi! Hello! My name is. Oben im Gang ist da noch einer von denen. Okay, nicht mehr. Okay, dann kommt es einer gewesen sein. Bald geschafft. Meine Güte, ich guck gerade auf die Uhr. Wir haben fast eine Stunde jetzt hier, ne? Ja, das war aber zu erwarten. Ja, wow. Levelzeit 15 Minuten. Ja, aber gut dafür halt, ne, dass der alle möglichen Abkürzungen nimmst oder so. Das reicht die eine. Dann hast du keine Gegner mehr bis zum Ende. Ja, dann fährst du einfach durch, nimmst den Warthog und. Ein Ghost sogar, ist noch schneller, ja. Unsichtbarer, hi. Ich sehe, ist nur unsichtbar. Wusste ich, neun. Komm ich nämlich der letzte. Zwei noch. Jetzt jede Menge leuchtet. Ja. Jede Menge leuchtet. Ja, klar. Sander Army, hast du wieder so ein Mittelding? Sehr besonderer Raum. Kenn ich gar nicht. Hier gibt's auch Raketenwerfer-Muni, aber kein Raketenwerfer dazu. Cool, dass du ihn weggeworfen hast. Ja. Also, das ist alles Neuland für mich hier. Okay, und jetzt spawnen nämlich auch, glaube ich, mehr oder andere Gegner, wenn man halt diesen richtigen Weg hier runter geht, als wenn man diesen Ghost nimmt. Wobei, kann man nicht bewegen? Ich bewege. Okay, jetzt haben wir gleich nämlich einen Ghost gegen uns. Da hatte ich noch einer schlafend. Gut, dass du den Panzer schon erledigt hast. Weil der hätte jetzt ganz schön genervt. Oh, der ist auch schon tot. Ein Jäger. Und auf der anderen Seite auch noch einer. Meiner ist tot. Komm her, Bro. Oh! Entschuldigung. Guck mir die an. Hast du schon mal so einen Jäger gesehen? Der ist müde, auf jeden Fall. Wenn ich dich haue? Ne, da ist die KI eingefroren irgendwie. Guckst du mich jetzt an? Ja, ich war das. Was? Das ist ja ein geiler Bug. Ah, jetzt bist du aufgewacht. Schießt du auch? Interessant. Das hatte ich noch nie. That never happened before. Eliten. Hinter uns zwei. Was, wenn man dann so um die Ecke geht? Dachte ich? Ja. Bist halt
halt mit der Pistole genau auf den Kopf und es passiert nichts. Ja, die streut auch wie Sau, das stimmt. Es ist übel. Jetzt nochmal so halbe Eliten, wenn man jetzt um die Ecke geht, oder? Ja, nein? Geschütz. Okay, verwechselt sich das auch, wenn man hier dann wieder runter geht irgendwann. Granate? Mal ein bisschen hier auf, ja. Komm klar auf dein Leben. Ah, so, jetzt haben wir es bald geschafft, meine Güte. Kontrollpunkt, sehr schön. Schmeckt immer. Smet mir. Oder so. Hier hätte eigentlich auch noch ein bisschen mehr los sein sollen. Ja, hier, da. Alles nicht. Ach, hier oben im Turm. Genau. Sind die direkt schon da oder ist. Oh, hey. Erst wenn man das Ding aktiviert, dachte ich, aber dann kommen sie runter. Vorher sind sie halt so ruhig. Oh, hey. Danke. Was ist eigentlich hier ganz oben? Ich glaube aber, ganz oben sind noch welche. Liegen oder so? Hätte ich mal gedacht. Nee. Okay. Dann gehen wir runter. Oh, du bist runtergesprungen. Okay, ich dachte schon. Easy. Weil die kommen erst raus, wenn man hier auf den Knopf drückt, glaube ich. Ach ja, aus dem Dings raus. Ja, das kann auch sein. Ja. Ich meine auch die oben. Die bewegen sich nicht von Haus aus. Schwerttyp, ja. Da habe ich überhaupt kein Interesse. Geil, No-Scope in der Luft erwischt. Geil! Kann man dieses kleine Vieh hier sterben, dass ich mich um die Dinger kümmern kann? Das ist doch vielleicht noch eine Munitionsfrage mit dem Sniper. Zum hinten, zum letzten Punkt raus. Geil ist ja, wenn du gegen den Sniper spielst, glaube ich, hörst du gar nicht den Schuss. Keine Ahnung. Weil der. Es gibt die Erklärung. Von der Entfernung her? Nee, vom Erklärung vom Spiel ist, dass der Schuss schneller ist als der Schall. Du hast quasi getroffen und dann hörst du den Schuss. Ach so. Jetzt aber hier. Hände. Easy. Oh. Uff, also wie gewohnt, Endsequenz können wir noch angucken und dann ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Probieren Sie dieses Terminal. Alles okay? War nie besser. Diese Masse Informationen können Sie sich gar nicht vorstellen. So viel Wissen, so schnell. Fantastisch. Was für eine Waffe ist es denn? Wovon sprechen Sie? Konzentration. Halo. Wie setzen wir Halo gegen die Allianz ein? Dieser Ring ist kein Knüppel, Sie Barbar. Er ist was ganz anderes. Viel bedeutender. Die Allianz hatte recht. Dieser Ring, die Blutsväter. Datenzugriff. Ja, die Blutsväter haben diesen Ort gebaut, den sie Festungswelt nannten, um. Moment, das kann doch nicht sein. Oh, Narren, Sie müssen es gewusst haben. Sicher gab es Zeichen. Langsam. Ich komme nicht mit. Die Allianz hat etwas gefunden. In diesem Ring. Etwas Furchtbares. Und es macht ihnen Angst. In diesem Ring? Wo? Der Captain. Wir müssen ihn aufhalten. Jeez, was sollen wir? Das Waffenlager, das er sucht, ist nicht... Er darf auf keinen Fall da rein. Ich verstehe nicht. Keine Zeit. Los, finden Sie Keys, halten Sie ihn auf.
bevor es zu spät ist.